Moin Leute, Muizi hier. Ich war jetzt für etwas über eine Woche im Urlaub und da ich die Videos für diese Zeit nur vorproduziert habe, gab es natürlich jetzt auch für längere Zeit keinerlei News-Videos von mir. Nun bin ich aber wieder zurück und jetzt geht's natürlich auch wieder mit News los und wir sprechen heute direkt einmal über die neuen geleakten Fähigkeiten für Lifeline und über ein neues Update, welches gestern Abend, also am Dienstag, rauskam. Bevor wir sofort damit starten, wollte ich noch einmal ankündigen, dass ich jetzt natürlich auch wieder am Stream bin. Wenn dieses Video online geht, bin ich wahrscheinlich auch gerade sowohl auf YouTube als auch auf Twitch live und da XD Find gestern rauskam, zocke ich den Release an, also wenn ihr Bock habt, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Nun aber zu den News und als erstes sprechen wir über das neue Update. Respawn hat sich nämlich auch dazu geäußert und alle Änderungen mit uns geteilt und die Liste dafür ist echt ziemlich lang und das gehen wir jetzt natürlich auch mal durch. Als erstes haben wir einen Fix für Vikes Jetpack, bei welchem sich der Treibstoff nicht wieder aufgeladen hat. Ansonsten hatten wir noch einen Bug mit Explosive Falls auf Kings Canyon und einige verschiedene Soundbugs in Bezug auf die neue Legende Orta, welche jetzt ebenfalls gefixt sein sollten. Weiterhin gab es ja auch schon länger ab und an mal Situationen, bei denen man entweder ohne Waffen oder aber auch ohne manche visuellen Elemente respawned ist, was jetzt aber ebenfalls nicht nochmal vorkommen sollte. Ansonsten gab es noch ein Problem mit der Octane Prestige Skydive Spur und ein Problem mit dem Ladebildschirm im Hauptmenü, was jetzt aber ebenfalls gefixt sein sollte und als allerletztes gab es noch ein paar Verbesserungen und Fixes für Texturen und die Audio auf PC. Das war soweit auch schon alles zum Update, es ist natürlich nur so ein Update für zwischendurch und dementsprechend gibt es da halt natürlich auch nichts wirklich Besonderes. Als nächstes kommen wir auf Lifeline Reborn zu sprechen. Wir wussten ja schon länger, dass Lifeline früher oder später ähnlich wie damals Revenant überarbeitet werden soll und somit zu Lifeline Reborn werden wird. Bislang dachte man, dass das in Season 22 passieren wird, aber neueste Leaks besagen, dass es doch erst in Season 23, also übernächste Season, kommen wird. Wie dem auch sei, hat uns Kralrindo wissen lassen, wie der Rework von Lifeline genau aussehen wird. Und wir starten direkt mal mit ihrer passiven Fähigkeit, welche vom Grundprinzip her immer noch fast die gleiche Fähigkeit ist, also wird sie immer noch eine passive Wiederbelebung haben. Obendrein soll sie jedoch auch noch die Fähigkeit bekommen, mithilfe ihrer Drohne für 1,5 Sekunden in der Luft zu gleiten und diese Zeit kann mit einem Perk auch nochmal verdoppelt werden. Das hört sich erstmal etwas kurios an, aber es scheint so, als wenn das Ganze halt so funktioniert, dass man diese Fähigkeit benutzen kann, wenn man zum Beispiel von einem Gebäude springt, um für kurze Zeit danach zu gleiten und somit halt mehr Distanz zurückzulegen. Mal schauen, wie das dann letztendlich aussehen wird. Ihre taktische Fähigkeit wird halt immer noch ihre Drohne sein, welche halt Spieler heilen kann, nur mit dem Unterschied, dass sie zur mobilen Drohne wird. Das bedeutet, dass sie an Teammates oder an einem selber dran bleibt, also quasi dauerhaft hinterher schwebt. Des Weiteren soll sie auch nur noch für Teammates und natürlich Lifeline selber, also nicht für Gegner sein. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Fähigkeit, die ja auch schon etwas länger im Gespräch war und gewünscht wurde. Und als letztes haben wir natürlich noch ihre ultimative Fähigkeit mit dem neuen Namen Shockbot 3000. Und mit dieser Fähigkeit kann man einen Bot platzieren, welcher eine Art Bubble erzeugt, in welche keine Gegner reinlaufen können. Die Beschreibung sagt was davon, dass Gegner gewaltsam aus der Bubble rausgeworfen werden, also bekommen sie dann wahrscheinlich auch noch Damage oder sowas. Das Care-Paket wird es so also allem Anschein nach also überhaupt nicht mehr geben. Des Weiteren wurde auch noch eine neue Fähigkeit für die Supporter-Klasse geleakt, welche ebenfalls Lifeline betreffen würde, und zwar sollen Support-Legenden die Fähigkeit bekommen, High-Items genauso wie Granaten zu werfen. Das ist echt sehr interessant und echt eine sehr coole Idee. Wann und ob das aber überhaupt kommen wird, ist noch unklar, bisher ist es halt nur ein Leak, zu dem noch nichts genaueres bekannt ist. Wie dem auch sei, waren das soweit alle News für heute. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu Lifeline Reborn sagt. Also findet ihr die Fähigkeiten gut so oder würdet ihr lieber die alten Fähigkeiten beibehalten? Lasst ansonsten auch gerne noch eine Bewertung aufs Video da und ansonsten bedanke ich mich noch fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.